So günstig? Digga, ich sehe schon. Nordmann TV, Popstar in Indien, Digga. Was ist eigentlich mit diesem anderen Kanal? Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Was geht, YouTube? Da ich gar keinen Turn habe, mir wieder eine Stunde Videos reinzuziehen, gucken wir jetzt die Zusammenfassung von Kuchen an. Schauen wir mal, was der gute Kuchen TV sagt zu der Haptic Gamer Brother Thematik. Jo, Freunde der Klickskäufe, ein Kommentar unter dem Video von Haptic hat es eigentlich schon perfekt beschrieben. Ich glaube, aus finanzieller Sicht ist es aktuell ziemlich... Warum Haptic? Boah, er weiß doch, dass er Haptic heißt. Geil, Kuchen TV zu sein. Und das stimmt. Meinungsblogger dieses Jahr haben auf jeden Fall alles geklärt. Die haben auf jeden Fall alles auseinandergerissen. Stimmt einfach. Momentan sieht mein Leben einfach so aus. Oh yeah, wer ist der Chef im Haus? Oh, das gefällt mir. Der Große da. Und den da drüben nehme ich auch. Und yeah, pimp my ride. Junge. Drawn Together, so eine gute Serie. Ich weiß gar nicht, warum die nur zwei Staffeln hatte. Heutzutage wird die sowieso, die könnte gar nicht mehr laufen. Die war so drüber. Weiß, was sie euch gerade fragt. Was ist denn hier los? Haptic hatte auf Twitter Broski und Tizzy Schubech vorgeworfen, dass sie Klicks auf einzelne Videos gekauft haben. Dann kam von ihm ein paar Tage später auch das Video gekaufte Klicks auf YouTube, woraufhin Gamer Brother dann das Statement-Video hochgeladen hat. Dann kam von Haptic... Genau, und ich habe keinen Bock mehr, irgendwie eine Stunde Video reinzuziehen, deswegen gucken wir jetzt Kuchen-TV. Haptic direkt das Video, ich wusste genau, was du sagen wirst. Woraufhin Gamer Brother dann das Video, ich wusste, dass du es wusstest, hochgeladen hat. Und von Haptic kam dann noch das, ich wusste, dass du es wusstest, dass ich es wusste. Hat er nicht gemacht. Okay, die letzten zwei Sachen sind gelogen. Okay. Ich wollte gerade sagen, what the fuck, was habe ich verpasst? Aber wäre auf jeden Fall lustig gewesen. Aber gehen wir mal zurück an den Anfang. Vor ungefähr zwei Wochen hat Haptic diesen Tweet hier rausgehauen, wo er Broski und dem Kanal Tizzy Schubech vorgeworfen hat, dass sie sich Klicks auf Videos gekauft haben. Das hat zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise niemand so wirklich ernst genommen, weil es dafür auch noch keine Belege gegeben hat. Jetzt hat er allerdings ein Video dazu hochgeladen mit folgender Intention. Ich will einfach, dass YouTube und allgemein Online-Creator ernst genommen werden. Aber eins könnte dem massiv im Weg stehen. Viewbotting. Und ja, aber Viewbotting, also in der Musikindustrie schadet das Ganze ja überhaupt nicht. Du hast zwar ab und zu mal einen Nummer 1 Hit in Indie, aber easy. Fangen wir auch an. Wenn wir langfristig ernst genommen werden möchten, wenn wir professioneller werden möchten, müssen wir das Thema Viewbotting ein für alle Mal bekämpfen. Und ja, da stimme ich Haptic auf jeden Fall zu. Ich glaube, dass diese... Kannst du nicht Haptic sagen, Digga? Aber schütt mit dir nicht, Junge. Dieses ganze Thema mit Klicks kaufen, Viewbotting und so weiter viel, viel größer ist, als man das nach außen hin so mitbekommt. Ich verstehe aber vor allem nach dem Statement von Gamer Brother nicht, warum man sich so explizit auf diese Person eingeschossen hat. Aber gucken wir uns erstmal Haptic.de, ich schwör's dir, eins an. Gibt es denn jetzt Beweise dafür, dass Klicks auf deren Videos gekauft worden sind? Ja, die gibt es tatsächlich. Und da schneide ich euch einfach mal zusammen. Dieses Kanal. Ich werde dieses Video nur ab und an stoppen, damit ihr besser versteht, was ihr da seht. Wir sind hier auf dem Dashboard. Man geht auf Videoleistung und oh, hier wird komplett gefettfingert. Gehen dann als nächstes auf Zielgruppe. Das ist in dem oberen Reiter zu sehen. Dort wird dann... Das haben wir ja alle schon gesehen. Dass das Richtige gefunden wird. Ich will das ganze Video nicht schneiden, dass ihr seht, das ist wirklich das eine Video. Und stopp! Oh, 61,5% aus Indien? Fett Finger ein bisschen rum, scrollen runter, Trommelwirbel bitte. Was erwartet ihr? Und oh, 41,8% aus Indien. Haptic hat nach diesem Video auf jeden Fall Neu-Delhi-Verbot. Was sagt jetzt aber Gaming Brother zu diesen Belegen? Naja, am Anfang erstmal das hier. Es wird langsam Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern. Die Lügen, die du über mich verbreitest, in ganz Deutschland. Früher war es Louis V und irgendwas. Heute sind es LKA-Beamte und Security. Der Song ist gar nicht schlecht gealtert für Bushido, Digga. Tatsächlich sehr transparent damit um und gibt zu, ja, auf einige Videos auf diesem Kanal wurden tatsächlich Klicks gekauft. Und jetzt kommt der große Punkt. Ja. Auf meinem Zweitkanal sind gekaufte YouTube-Klicks unterwegs. Wir sind seit Monaten mit YouTube darüber im Austausch. Vor allem zur EM-Zeit waren immer wieder Videos betroffen. Tatsächlich ist es aber auch, ich habe mich jetzt mal diese ganzen Statistiken eingelesen, auf meinem Stream-Highlight-Kanal vorgekommen, auf dem ich selber nicht mal Videos hochlade. Selbst da ist ein kleiner prozentualer Anteil. Auf meinem Hauptkanal ist ein kleiner prozentualer Anteil. Ja, und das ist es eigentlich. Das, Case ist das am besten gealtert. Er hat einfach komplett die Wahrheit Vorwurf. Broski zeigt dann auch noch die gesamte Statistik von diesem Kanal, wo man sehen kann, dass insgesamt 0,6... Wenn Zack Bescheid sagt, stehen 500 Dänen auf, Junge. ...sechs alle Aufrufe aus Indien gekommen sind. Ich habe insgesamt auf meinem Zweitkanal ca. 46 Millionen Views gemacht seit Erstellung. Da seht ihr ja einmal alles eingeblendet. Und von diesen 46 Millionen Klicks sind insgesamt 0,9% aus Indien. Hier muss man allerdings wieder Haptic zugeben. Der hat nämlich in seinem zweiten Video dazu schon
Folgendes gesagt. Stimmt. Und jetzt bezüglich des Bottings. Ich glaube, er wird sagen, dass es jemand gemacht hat, aber überhaupt nicht in Relation steht zu seinem Kanal, den er sich aufgebaut hat. Es waren nur ein paar vereinzelte Videos. Ist okay, ich möchte damit nur mit dem Video wirklich immer nur darauf aufmerksam machen. Viewbotting ist ein großes Thema. Er sagt in diesem Video dazu noch, dass es halt keinen Sinn macht, die kompletten Statistiken zu zeigen, denn er hat sich ja nur auf den Zeitraum während der EM bezogen. Ja, das hat, aber ja, aber ich, also ich würde mich auch beweisen wollen, weil dann, guck mal, mit der Aussage wirkst du ja nach außen. Ja, der hat jetzt die paar Videos gebottet, aber der gesamte, also die ganzen Zuschauer denken ja, okay, der hat alles gebottet. Broski hätte hier also genau den Zeitraum zwischen der EM, also diese 2 Monate, zeigen müssen, um zu gucken, wie viele Klicks in dieser Zeit gekauft worden sind. Jetzt alles zu zeigen, ist tatsächlich da nicht ganz so sinnvoll. Da muss ich Haptik tatsächlich zustimmen. Ja, weiß ich nicht, Digga. Unterschätzt das mal nicht. Ich hätte nämlich gesagt, dass das schon schlau war, damit nicht die ganze Welt denkt, dass er hier einen auf... Er hat alles gekauft ist, ne? Allerdings hat Gamerbrother hier auch noch einen anderen Beleg dafür, dass er das wahrscheinlich nicht selber getan hat. Und zwar hat Haptik ja in seinem Video gesagt, dass das vor allem bei Videos vorgekommen ist, die schlecht performt haben. Und Gamerbrother kann jetzt das Gegenteil belegen. Dann kommt Haptik daher und benutzt als zweites Argument, dass ich das ja für Videos gemacht habe, die schlecht performen. Kann ich aber auch easy widerlegen. Hier sind 2 Videos von der Europameisterschaft, die gut performt haben. Auch da sind Botklicks draufgekommen. Und ich habe sogar hier noch einen Schalke-Stadion-Vlog aus der vorletzten Woche. Da sind irgendwie auch random 7000 indische Klicks drauf. Oder I don't know, wo die herkommen, Mann. Kein Plan. Wahrscheinlich sitze ich zu Hause und denk mir, oh geil, Digga, jetzt Social Media Reichweite steigern. Erstmal 7000 Klicks für Stadion-Vlog kaufen, Bruder. Dann stehen doch 140 statt 130.000 Klicks. Das wird mir auf jeden Fall weiterhelfen. Vielleicht hat er das auch. Ich bin sowieso sehr gespannt. Stimme ich hinzu, denn erstmal kann er ja zeigen, ey, auch bei Videos, die gut gelaufen sind, wurde das gemacht. Und teilweise waren es auch nur wenige tausend. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gamer Brother wirklich zu Hause sitzt und sich denkt, boah, das Video, das wäre ja so geil, wenn da jetzt noch 7000 Klicks mehr drauf sind. Haptik hatte ja ein Antwortvideo bereits vorproduziert, was auch vor dem Video von Gamer Brother gekommen ist. Und da hat er ein Argument vorweggenommen, was Gamer Brother halt nicht mal gebracht hat. Der Sache nichts zu tun, also bleiben wir bei der Sache. Also erstmal, dass Indien an 4. Stelle ist, ist unüblich. Es ist überhaupt nicht mal gelistet bei 30, 40 Ländern. Es ist eigentlich gar nicht gelistet so. Bei einem normalen Deutschsprach. Kanal. Ich kann das nicht mal auswählen, bei mir wird nur Deutschland angezeigt. Vor allem, wenn man guckt, wie lange diese angeblichen Zuschauer auf den Videos waren, sieht man, das waren nur ein paar Sekunden. Er hat ja sogar zugegeben, dass da Klicks gekauft worden sind. Jetzt zu sagen, ha, das ist nämlich überhaupt nicht normal, dass das an 4. Stelle ist, macht halt keinen Sinn. Denn er gibt das ja sogar zu. Und ich weiß, es ist halt vorproduziert. Aber dann produziert es doch nicht vor. Das ist einfach unnötig. Ein Argument, warum Gamer Brother die Klicks wahrscheinlich selber gekauft hat, zumindest habe ich und viele andere das so interpretiert, war das Argument mit dem Preis. Dazu sagt er nämlich Folgendes. Likes kann man auch dazu kaufen, aber das sind nur Kleinkosten. Ja, aber Digga, weiß ich nicht, rentiert sich das? Also wenn, dann würde ich ja deutsche Klicks kaufen, ne? Oh! 300 Euro für 100.000 der günstigsten Views. Wir reden hier von Views, die international sind, also meistens aus Indien, und die sofort gebottet werden. Günstiger geht's nicht. 300 Euro für 100.000 Views. Okay, dann scrollen wir mal noch weiter. Follower-Fabrik, schauen wir mal. Internationale Aufrufe. Die werden auch sofort innerhalb 2 Stunden geliefert. 100.000 Klicks, normale Vermittlung. Oh, auch 300 Euro. Und hier hat Tobias Hoch auch schon richtig auf Twitter geschrieben. Ich habe mich über die Preise informiert. Die Haptik im Video für 100.000 Views aus Indien nennt. Er sagt, das sind ca. 300 Euro. Das ist falsch. Der Preis liegt bei 45 US. Dollar, ca. 41 Euro. Was? So günstig? Digga, ich sehe schon Nordmann TV, Popstar in Indien, Digga. Dass der Preis komplett überzogen ist, denn normalerweise kosten diese Klicks aus Indien vielleicht so rund 41 Euro und nicht über 300. Haptik hatte übrigens darauf geantwortet, dass er ja nie vorgeworfen hat, dass nur er das sein kann und dass es um die Begründung des Managements gegangen ist. Die Zahlen sind halt aber trotzdem falsch und zu übertrieben dargestellt und du bringst damit ja auch ein gewisses Bild an die Zuschauer. Dazu hast du in deinem Video denen vorgeworfen, dass sie sich selber Klicks gekauft haben. Denn man sieht in diesem Video deinen Tweet, wo drinne steht, die Kanäle Broski und Tizzy Schubech kaufen Klicks für ihre YouTube-Videos. Also du hast denen das ja explizit vorgeworfen. Was ist eigentlich mit diesem anderen Kanal? Der andere hat einfach komplett sein Maul gehalten und lässt den Shitstorm da jetzt laufen. Und wenn der Gamer Brother gewinnt, kommt wahrscheinlich ein Statement. Du hast ja gesagt, die haben sich das gekauft. Und Gamer Brother hat auch mit folgender Aussage komplett recht. Denn das gekaufte
meiste Klicks auf meinem Kanal sind, ist ja niemals ein Beweis dafür, dass ich mir selber diese Klicks gekauft habe. Das heißt, wir sind jetzt in... Und da hat er komplett recht. Er bringt auch direkt in diesem Video ein Beispiel, und zwar wurde Mert mal während einem Stream ebenfalls geviewbottet. Das ist der größte Beweis, aber kein Sch... Ich schwöre dir, siehst du das? Siehst du das, Chat? Seht ihr das oder nicht? Und auch das war er höchstwahrscheinlich nicht selber. Also nur, weil irgendwo Views gebottet worden sind oder Klicks gekauft, heißt es halt nicht, dass die Person das selber gewesen ist. Ich gehe auch davon aus, dass wenn er das immer bei schlecht performenden Videos machen würde, dass er das auch bei diesem Video gemacht hätte, was ein komplettes Placement für Adidas gewesen ist. No. Das ist nämlich komplett unterirdisch gewesen und da hätte es ja laut der Argumentation von Haptik halt auch Sinn gemacht, das Video nochmal zu pushen. Oh, triggert euch das auch so? Warum sagst du Haptik? Ey, ich check das nicht. Haptik. Ein Argument von Gamer... Das macht er bestimmt extra. ...Brother fand ich tatsächlich aber nicht so stark in dem Video. Und zwar ist er auf Haptiks Argumentation eingegangen, dass wenn Videos am Anfang nicht so gut performen, die auch meistens unter dem Durchschnitt bleiben. Außerdem sagst du in deinem Video das hier. Dass das Video nach der Veröffentlichung deutlich schlechter performt hat als der Durchschnitt. Jeder YouTuber weiß, wenn ein Video so beginnt, wird es sehr unwahrscheinlich groß empfohlen und wird auf lange Sicht einfach runtergehen. Hier zum Beispiel ein schlecht performendes Video von... Ich kann nur von mir reden. Ich habe keine Ahnung von so viel Klicks. Schaut meine Videos. Von mir. In den ersten Stunden lief es katastrophal, sodass jeder YouTuber weiß, dass das Video auf lange Zeit einfach so performen wird. Das ist übrigens von meinem AdBroski Show Kanal eines der erfolgreichsten VODs, was es auf diesem Kanal gibt. So am ersten Tag komplett reingeschissen. Haptik hat es ja aber nie ausgeschlossen. Er hat einfach nur gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Ja. Und ja, er hat recht. Wenn die Kurve von dem Video am Anfang schon sehr schnell abflacht, dann ist es unwahrscheinlich, dass es nochmal nach oben geht. Dass das jetzt bei einzelnen Videos, zum Beispiel von der Show von Gamer Brother, dann doch passiert ist, liegt eventuell auch daran, dass zum Beispiel die Show größer geworden ist, dass vielleicht die Themen, die im Titel stehen, irgendwie nochmal aktueller geworden sind oder dass Leute sich das generell einfach öfter angeguckt haben. Also Haptik hat das ja nie ausgeschlossen, deswegen macht es halt auch wenig Sinn, dass mit ein, zwei Beispielen widerlegen zu wollen, denn das hat Haptik ja nie gesagt, dass das nicht sein kann. Dann geht es noch darum, dass Broski Haptik Sachen nicht gezeigt hat, die er aber unbedingt sehen wollte. Dazu sagt er das hier. Hauptkanal Gamer Brother gezeigt und die letzten 28 Tage und ich bin sofort dazwischen gegangen und habe gesagt, hör zu, das brauche ich nicht. Ich brauche genau das Video auf dem Zweitkanal. Genau das, was ich auf Twitter angesprochen habe. Ja, da hast du nur einen kleinen Fehler gemacht, weil das Video hast du niemals mit mir kommuniziert. Das wurde das erste Mal angesprochen, als du deinen Tweet dann abgesetzt hast, wo du den Screenshot gepostet hast. Und jetzt müsst ihr nochmal so ein bisschen vorstellen, wie schnell war das denn jetzt? Was verdächtig ist, dass ich nicht random einer Person meine ganzen Dashboard-Zugriffe geben will. Das ist im Nachhinein, ist mir das auch mal so aufgefallen, ne? Er wollte ja seine Login-Daten. Bro, Digga, was? Was behauptet, ich kaufe Twitch-Klicks dann für YouTube A und dann doch nur der Zweitkanal? Mit der ich noch nie vorher was zu tun hatte, ja. Ich glaube, dass Broski das hier auch falsch verstanden hat. Nicht Haptik wollte die Login-Daten für die Kanäle haben, das wäre tatsächlich ein bisschen dreist gewesen, sondern Broski sollte diese Daten an seinen Ex-Mitarbeiter geben, der auch noch auf dem Hauptkanal eingeloggt ist. Und warum sollte er auf dem Hauptkanal eingeloggt bleiben dürfen, aber dann nicht auf dem Zweitkanal? Das macht tatsächlich nicht ganz so viel Sinn. Ja, der Gamerboarder hat allerdings auch recht. Am Anfang ging es eigentlich um das Viewbotting auf Twitch, denn es ging um diese Konversation hier, wo Gamerboarder geschrieben hat, hey, wo kriege ich denn so einen Viewbotter? Haptik hat dann darunter geschrieben sowas wie, ja, du musst es ja eigentlich am besten wissen. Also, das impliziert ja den Vorwurf, dass... Ich check immer noch nicht, wieso man seinen Stream bottet, Digga. Da hast du 50 Leute da drinne und so ein Chat wie ich mit 7 Leuten. Dass er auf Twitch bottet, den es jetzt irgendwie plötzlich nicht mehr gibt, jetzt sind es nur noch... Oder was sagt ihr, Chat? Ah ja. Irgendwelche Videos auf YouTube. Ein weiterer Vorwurf von Gaming Brother ist, dass Haptik nicht persönlich mit ihm reden wollte. Er sagt dazu das hier. Ich habe gesagt, hey, du bist doch gut vernetzt, hör dich mal um, wenn du Kontakt zu dem hast, vielleicht kannst du da was herstellen. Und das ging auch relativ schnell. So. Kontakt wurde hergestellt. Aber Haptiks erste Bedingung war, nicht persönlich mit mir zu schreiben. Ja, nice. Hey, Haptik. Du, was halten wir eigentlich davon, wenn wir die Gegenseite nicht anhören und einfach wild irgendwelche Sachen in der Öffentlichkeit raushauen? Sag du uns das doch gerne, ist dir ja auch schon mal passiert. Er hat mir vorgeworfen, dass ich einen Reverse-Boosted-Account auf dem PC habe, mit dem ich zusammen Lobbys suche, den dann rausschicke, sodass ich seine Lobbys übernehme und quasi schlechte Gegner habe. Hat er mir einfach so vor Leuten vorgeworfen. Einfach so aus dem Nichts, als könnte man es machen. Und da muss man halt vorsichtig sein, weil das haben 1500 Leute geliked, dann haben es mindestens 10.000 gesehen, wenn man sich hier mit Dings auskennt. Einfach so, ganz verantwortungslos sagt er das, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, was eindeutig nicht stimmt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich es nicht mache. Und das stimmt tatsächlich auch größtenteils.
Jedenfalls, mal neben der Tatsache, dass sich Haptik mit diesem Clip hier einfach selbst widersprochen hat. Ja, das ist hart, Digga. Das ist hart. Dem Tweet, den ich euch eben gezeigt habe, hat GamerBrother nämlich Haptik privat geschrieben. Zwar nur ein Fragezeichen, es ist aber trotzdem eine Nachricht und darauf hat Haptik überhaupt nicht geantwortet. In seinem Video sagt Haptik dazu auch Folgendes. Danach meinem Kontakt gefragt, ich habe gesagt, das brauchen wir nicht, er muss einfach nur kurz die Login-Daten oder ein Video schicken. Schon laut das Video, oder? Später hat Haptik seine Meinung dann aber doch geändert und wollte irgendwie doch reden. Ich habe dem Mittelsmann gesagt, dass ich ihm schreiben möchte und dass ich den Kontakt möchte und dass ich auch den Kontakt zu ihm suche und dass er ihm das mitteilen soll. Dann hat er aber doch weiter nur mit dem Ex-Manager oder Manager von GamerBrother gesprochen und gerade er sagt am Ende dann das hier. Aber des Weiteren hast du schon wieder und zum wiederholten Male meine Versuche ignoriert, auf die Informationen einzugehen, die du mir seit Tagen verweigerst. Möchtest du hier noch antworten? Klarer kann ein Wille zur Kommunikation nicht sein. Bitte ignoriere das nicht. Und nein, das hast du halt nicht. Du hast bei weitem nicht alles versucht, um hier irgendwie mit ihm zu kommunizieren. Und das konnte GamerBrother auch beweisen, denn er hat einige Nachrichten in seinem Video veröffentlicht, die Haptik wirklich sehr, sehr, sehr unsympathisch dastehen lassen. Du kannst ihm gerne sagen, dass es Beweise gibt. Er kann wenigstens noch die Courage haben und es selbst zugeben. Seine Entscheidung. Er kann sich gerne heute bei seiner Community und seinen Werbepartnern öffnen und Courage zeigen. Er kann wenigstens den Anstand besitzen, sich selber mit der Überbringung der Wahrheit zu beschäftigen. Das ist Täter-Opfer-Umkehr, wie aus dem Lehrbuch. Und er braucht damit gar nicht anzufangen. Er will nicht, dass ich den Kontakt weitergebe. Also erstmal, was sind das für ultra peinliche, arrogante Nachrichten? Also ja, auf den Videos sind gekaufte Klicks. Es gibt ja trotzdem keinen Beweis dafür, dass er das selber gemacht hat. Davon mal ganz abgesehen. Aber dieser Vermittler hat dir ja auch geschrieben, ey, ich soll den Kontakt nicht weitergeben. Auch hier wieder impliziert ja das, was Haptik geschrieben hat, dass er davon ausgeht, dass Broski sich diese Klicks selber gekauft hat. Und dafür hat er halt während dem gesamten Video keinerlei Beweise gezeigt. Haptik selber möchte übrigens, dass man mit ihm so umgeht. Jede andere Meinung als die von Monte ist für ihn falsch und wird nicht toleriert. Ja, man sollte halt in ein Gespräch gehen mit dem Gedanken, dass es die Möglichkeit gibt, dass der andere dir etwas Neues beibringt. Bringt oder deine Meinung ändert. Man sollte nie damit reingehen, dass man denkt, oh, Haptik, Bruder! Ich habe recht, der andere nicht. Macht das gleiche dann bei GamerBrother allerdings nicht. Ja, gut gespielt, Bro. Und auch der Manager von GamerBrother hatte sich bei Haptik gemeldet und hat gesagt, so ey, lass uns doch das Ganze fix am Telefon klären. Dazu gab es dann diesen Chat hier, da hat Haptik wohl auch sehr von oben herab geredet, wollte das irgendwie nicht klären und ist komplett in seiner Meinung festgefahren gewesen. Schon vor dem Video haben sich anscheinend die beiden Manager von den beiden Influencern in ein Gespräch gesetzt und da gab es folgende Sprachnachricht, die weitergeschickt wurde. Pass auf, Markus, wir reden ja aktuell gar nicht mehr über irgendeine Demografie oder Klickkurve oder sonst was. Ich meine, wir haben am Freitag gesprochen. Da waren die Jungs ja anwesend. Wir saßen alle an einem Tisch. Ich habe dir ja gesagt, dass wir bei ganz wenigen vereinzelten Videos massive Probleme hatten, weil die gut performt hatten, waren im Algorithmus drin. Dann wurden die gebottet und sind sofort rausgeflogen. Wir selber sind Leidtragender von dieser Geschichte und es betrifft jetzt auch nicht irgendwie 50 und auch nicht 30 oder 20% von den Videos, sondern es betrifft ganz wenige vereinzelte Videos, die deshalb auch krepieren. Das sind meistens auch die Videos, die einfach nicht so gut performen wie die anderen, weil die halt damit komplett aus dem Algorithmus rausfliegen. Wir sind da bereits seit Monaten mit YouTube selber im Austausch. Google-YouTube kann dagegen nichts machen. Sie haben also... Kann man nicht einfach, Digga, weiß ich nicht, Indien blockieren oder so, dass das dann nicht ausgestrahlt wird? Vor diesem Video von Haptik, zumindest ja privat zugegeben, ja, es kam vereinzelt vor, dass Videos gebottet worden sind, wir sind da mit YouTube dran, wir haben das nicht selber gemacht. Auf Biegen und Brechen versucht Haptik hier aber, nicht das Ganze irgendwie privat zu klären oder das am Telefon zu besprechen, sondern er ist komplett festgefahren darauf, die Kurven von diesen beiden Videos zu sehen, obwohl ja sowieso schon zugegeben wurde, ja, es gibt gebottete Videos. Also ja, die haben das schon zugegeben, Bro. Da reicht dann die auch Kurven dann ne? doch nicht mehr. Ein Punkt, um den dann tatsächlich auch noch gestritten wurde, ist die Frage, schadet Botting diesen Videos? Ist es positiv oder hat es keinerlei Effekt? Haptik sagt dazu Folgendes. Also er sagt, er hatte solche Cases, aber er fährt fort und es hatte keine Auswirkungen auf den Algorithmus. Oh no. Keine Auswirkungen auf den Algorithmus. Er hat ja mit dem YouTube-Manager geredet. Dann macht eure Erklärung doch gar keinen Sinn. Ich zitiere Goofy nochmal. Das schadet dem Video, es schadet dem Algorithmus und weiter. Wenn du irgendjemandem schaden willst, kaufst du dem halt einfach Klicks. Goofy, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Also mit den ganzen anderen Lügen, die du erzählt hast, nachweislich. Warum lügst du mich an? Wie kommt's?
Gamer Brother hat hier allerdings eine ganz andere Meinung und der hat wohl auch mit einem Mitarbeiter von YouTube gesprochen und der sagt das hier. Wenn dein YouTube-Ansprechpartner dabei bleibt, dann soll er das gerne einmal in aller Öffentlichkeit äußern und dann sind wir da alle schlauer. Weil, ich sag dir jetzt mal was, mein YouTube-Ansprechpartner, mit dem ich übrigens seit Monaten wegen diesem Thema, spätestens seit der EM im Austausch bin, der sagt etwas komplett anderes. Dazu blendet Gamer Brother dann auch noch diesen Text hier ein, wo drinne steht, dass die Wiedergabezeit extrem wichtig für die Empfehlungen ist. Wenn man sich jetzt allerdings Klicks kauft und diese Bots dann die Videos nur 20 Sekunden angucken, dann ist die Watchtime natürlich sehr weit unten logischerweise und das... Ja, dann hast du halt die indischen Klicks, aber da kommt keine Videos mehr dazu. Diese werden deutlich schlechter vorgeschlagen. Es kann natürlich sein, dass der YouTube-Algorithmus intelligent genug ist, um zu sehen, okay, hier sind 100.000 Klicks aus Indien, die haben 20 Sekunden geschaut, die rechne ich einfach mal raus. Also, was da jetzt wirklich stimmt und was nicht, das weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass YouTube das vielleicht teilweise selber gar nicht weiß oder es auch drauf ankommt, wie gut oder schlecht diese Bots sind. Keine Ahnung, was da jetzt stimmt, kann man als außenstehende Person nicht sagen. Allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wenn jetzt jemand auf jedes Video Klicks kaufen würde von einer anderen Person, dass der Kanal dann kaputt geht, weil dann könnte man sich hier wirklich gegenseitig zerstören. Und das ist bisher ja auch noch nicht vorgekommen. Haptik sagt zum Ende seines zweiten Videos dann auch noch das hier. Man wusste, dass diese Klicks vorliegen auf dem Kanal, dass man betroffen ist von diesen Klicks, dass man auch noch ironisch online damit umgeht. Obwohl ja angeblich die Strategie sein soll, überhaupt nicht in die Richtung, öffentlich darüber zu sprechen, damit Leute überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, noch weiter zu botten. Es ging da ja aber um ein Viewerbot, den er nicht benutzt. Und da ironisch auf ein ganz anderes Thema einzugehen, als auf Klicks kaufen auf YouTube, ist halt was komplett anderes. Also hier kann ich Haptik nicht so wirklich nachvollziehen. Zum Abschluss sagt er dann noch das hier. Ich bin gerade auf Twitch. Auch dieses Bot-Thema, was viel schwieriger nachzuweisen ist, mal ein bisschen größer angesprochen wird, weil das wirklich sehr viele Streamer betrifft. Anscheinend ist es gerade auf Twitch noch leichter. Also im Zuge des Videos habe ich viele Informationen bekommen aus vielen Richtungen. Auf Twitch ist es noch deutlich leichter zu botten und deutlich schwieriger nachzuweisen. Und da stimme ich ihm tatsächlich auch komplett zu. Ich glaube, dieses Botting-Thema ist wirklich riesig in der Influencer-Szene. Und es ist gut, dass Haptik an sich natürlich solche Sachen mal angesprochen hat. Ich finde aber persönlich, dass er hier komplett daneben gegriffen hat. Und deswegen die Frage, was kann ich abschließend dazu sagen? Haptik wirkt in diesem Video komplett festgefahren. Es wirkt so, als wolle er unbedingt dieses Thema bringen und er wolle unbedingt Gamer Brother dafür irgendwie angreifen. Wenn dir das Thema so wichtig ist, dann arbeite doch das aber auch vernünftig auf. Es gibt keine Beweise, dass Gamer Brother das selber gemacht hat. Ja, und genau das hast du auf Twitter 1:1 ihm so vorgeworfen. Und den Screenshot gibt es auch in deinem Video. Und das ist halt nicht korrekt. Du bist doch argumentativ, überhaupt kein schwacher Typ. Warum hast du dich dann explizit auf diese eine Person eingeschossen? Er hätte einfach ein normales Video machen können, ne? Damit ein bisschen Recherche zeigen kann, ey, hier auf Instagram, hier die Follower, da die Likes, das passt alles irgendwie nicht so ganz zusammen. Es kam mir so vor, als wolle man einfach auf Biegen und Brechen Gamer Brother dafür angreifen, weil man dafür zufällig halt die Kurven von zwei Videos gesehen hat. Ist, wie gesagt, aber kein Beweis. Dazu wirkte er in den Nachrichten und auch in seinen Videos so sehr arrogant, sehr überheblich, sehr besserwisserisch und das finde ich halt schon sehr unangenehm. Also im Video, okay, vielleicht Stilmittel, aber bei den Privatnachrichten, Bro, das muss einfach nicht sein. Für mich hat Haptik sich hier komplett verbrannt und das war ein Schuss in den Ofen. Das Antwortvideo von Broski war dazu auch wirklich sehr, sehr stark. Auch wenn ich jetzt nicht bei jedem Punkt mitgehe, hat er die wichtigsten Sachen auf jeden Fall gut widerlegt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen für Haptik, ey.